So I'm very proud to welcome Mr. Michael Polzler, is that right? Es ist ganz super zum da sein. Es ist so ein großer Tag für Stefan und für die Martial Arts Gala. Wow, Michael, you are speaking in German, that makes you very sympathetic. You are coming from Canada, you are representing RE/MAX, why? Ich bin mit der RE/MAX Europa und wir sind da, aber ja, ich bin Kanadischer. Ich arbeite mit RE/MAX durch Europa und da in Krems, Stefan Diefenbacher hat ein ganz super RE/MAX Büro und es ist, ich freue mich, dass ich kann da sein und mit dem ganzen Abend und viel Spaß. Michael Polzler ist der Europachef von RE/MAX und Sohn des Mitbegründers, son of the co-founder from RE/MAX, which was an Austrian, I remember. Yes. Ja, genau. Ja, mein Vater ist vom Gleisdorf und ich habe, das ist wieso, ich kann auch ein bisschen Deutsch reden. Ich habe mein Deutsch gelernt da in Österreich, weil ich war sehr jung. Very, very nice. Mr. Polzler, nice to have you here. Enjoy the show and thank you for coming. Super, danke. Es ist super zu da sein. Danke. Einer unserer Gäste bei der Jubiläums-Budo-Gala 2015 ist Guido Kessler. Herzlich willkommen, Guido. Du kommst woher? Ich komme aus der Schweiz. Herzlich willkommen. Ich war schon mal hier vor 12 Jahren und es ist ein wunderbares, schönes Städtchen. Komme immer wieder gerne. Du wirst als King of Nunchaku bezeichnet, hast uns eine eigene Show mit dieser Kampfkunst und diesem Kampfwerkzeug mitgebracht. Was dürfen die Zuseher heute von dir erwarten? Ja, das ist eine eigene Show und die ist vor allem rasant. Da hat es viel Feuer, elementar und vor allem Geschwindigkeit, Artistik. Du hast schon vieles von Krems gehört seit 2003. Was sagst du zur Entwicklung der Gala? Ja, also die Gala ist vorangeschritten, oder? Die ist immer besser geworden, qualitativ auch. Wir haben ja heute auch sehr viele internationale Stars dabei, Weltmeister und so weiter. Du bist auch Schauspieler, du bewirbst deinen eigenen Film. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja gut, das ist nicht mein eigener Film, ja. Ich bin Schauspieler. Der letzte Film, wo ich mitgemacht habe, das ist Mystic Blade, ein thailändisch-internationaler Actionfilm auf Englisch und auf Thailändisch. Und da habe ich eine gute Rolle gehabt, bin ganze 5 Minuten drin, das ist relativ lang. Und ja, jetzt bin ich an einer eigenen, also ja, Produktion, wo ich da die Investoren zusammengebracht habe mit den Produzenten. Und das ist aber jetzt noch relativ geheim. Gut, dann sage ich mal vielen Dank, lieber Guido, dass du dir Zeit genommen hast und gekommen bist und herzlich willkommen in Krems. Ja, danke schön, okay. Ich freue mich, Harry Schindlecker vom Café oder Restaurant Zweistein hier in Krems am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Harry, was führt dich zur Jubiläums-Budo-Gala hier in die Sporthalle in Krems? Der Stefan Diefenbacher ist ein guter Freund von mir und ich unterstütze ihn da bei der Veranstaltung, ja, und wünsche ihm alles Gute. Du hast die letzten Budo-Galas oder schon eine Budo-Gala gesehen? 2 habe ich schon gesehen, ja. Und dich erwarten wahrscheinlich tolle Darbietungen, auf die du dich auch schon freust. Freue mich schon sehr drauf, ja. Die letzte war sehr faszinierend und wird auch heute nicht anders werden. Ja, ich denke, wir toppen das zum Jubiläum. Wir haben internationale Superstars hier und bin schon mal gespannt, was du nachher sagen wirst. Ich wünsche dir alles Gute und sag danke fürs Kommen. Danke, schönen Abend noch. Zwei bekannte österreichische Sportlerinnen darf ich jetzt in Krems bei der Budo-Gala begrüßen, und zwar Mineta und Mirnesa Pizirovic, mehrfache, zweifache Welt- und zweifache Europameisterinnen, die sich trotz morgiger Staatsmeisterschaft nicht nehmen lassen, heute hier in Krems dabei zu sein. Ihr seid schon das zweite Mal dabei. Wie geht's euch? Was hat euch dazu bewogen, am Tag vor der Staatsmeisterschaft hier vielen, vielen Zuschauern ein Showprogramm zu bieten? Also uns hat dadurch, dass wir schon vor 2 Jahren teilgenommen haben, hat es uns schon damals sehr gut gefallen und uns hat es richtig gefreut, die Einladung auch heuer wieder bekommen zu haben. Und ja, wir sind generell eigentlich gerne in Krems, eine wunderschöne Stadt in Niederösterreich, und wir freuen uns, unsere Sportart auch hier wieder präsentieren zu dürfen. Ja, dem stimme ich zu. Also wir sind, es ist für uns nämlich eine Ehre, hier wieder teilnehmen zu dürfen, dass wir eben eingeladen wurden, weil es uns eben, wie gesagt, vor 2 Jahren schon sehr gefallen hat, und wir sind sehr froh, dass wir wieder dabei sind. Nach den morgigen Staatsmeisterschaften folgt in 14 Tagen euer Jahreshauptziel. Die Titelverteidigung der Weltmeisterschaften in Thailand steht an. Wie läuft denn die Vorbereitung für diese Titelverteidigung, Mineta? Die Vorbereitung läuft eigentlich super, verletzungsfrei nicht ganz. Also da wiederum ein Bluterguss und dort, aber es bringt uns eigentlich nichts aus der Fassung, aus der Bahn. Also wir sind eigentlich schon
fast haben wir schon fast unser Ziel erreicht und hoffentlich zum dritten Mal verteidigen. Dabei darf man sagen, dass dein Klebeband am Ohr ein Schutz ist. Du verbirgst dahinter ein Piercing? Ja, genau. Es ist nur ein Piercing, also ein Schutz, damit ich und sie nicht hängen bleiben. Weil das kann auch passieren. Ich habe gehört, beim Training gab es schon einige blaue Flecken und auch schmerzhafte Kontakte, obwohl die eigentlich nicht geplant sind. Ja, die sind nicht geplant, die passieren, aber das gehört dazu, wenn man Kampfsport macht, ganz einfach. Und heute sollen die Zuseher allerdings die andere Seite sehen, nämlich die Show-Elemente, oder? Ja, genau. Heute haben wir uns eben eine Show zusammengestellt und wir hoffen, dass es gut ankommen wird. Wir wünschen euch alles, alles Gute und sagen danke fürs Kommen. Mineta und Mirnesa Pecirovic, alles Gute. Danke. Dankeschön. Danke. Meine nächsten Gäste am Mikrofon sind Bettina und Alexander Lengauer, unsere Partner von Soul Sister. Ich freue mich, dass ihr beide gekommen seid. Warum seid ihr zu Gala gekommen? Interesse, Neugier? Naja, warum? Ich war schon mal da vor ein paar Jahren und es war wirklich eine tolle Show und ich freue mich schon auf heute. Wollte eigentlich meine Frau mitnehmen. Ich möchte sie überreden, dass sie jetzt mit Judo anfängt. Und kann auch Kickboxen sein und wollte damit eigentlich ihr Interesse wecken. Das muss nicht immer Fullkontakt sein, Frau Lengauer, das kann auch ohne Kontakt sein. Dann habe ich noch eine Frage, weil meine zweite hast du eh schon beantwortet. Was erwartet sie euch von dieser Gala? Naja, ich habe gerade im Vorfeld, dass der Stefan wirklich ein Top-Programm zusammengestellt hat. Und ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, vor ein paar Jahren war ich schon sehr begeistert. Da waren aus Deutschland und aus Schweiz war da Gruppen da. Die waren einfach phänomenal. Und ich meine, ich bin auch sehr sportlich, aber die Burschen sind nur ein bisschen sportlicher als ich. Ich habe mir bei der Generalprobe sagen lassen, da sind zwei, drei Truppen dabei, wo wirklich die Augen offen gestanden sind. Also ich bin schon gespannt, wie ihr reagieren werdet. Was erwartet sich die Bettina dann unter dem neuen Aspekt, den der Gatte gerade verraten hat von dieser Gala? Schaut sie sich die Griffe und die Bewegungen etwas genauer an? Ich glaube, das werde ich mir jetzt überlegen, ja. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung und sagen danke fürs Kommen und fürs Unterstützen. Danke, Bettina und Alexander, danke. Einer unserer Supporting Acts aus Österreich sind die United Austrian Trickers unter der Leitung von Thomas Reichel und seinem Team. Thomas, was ist Tricking? Es ist ein komischer Begriff, aber am besten umschreiben kann man es, glaube ich, mit Kampfkunstakrobatik. Also im Prinzip entstanden ist es aus den traditionellen Katas, aus dem Kampfsport, Karate, Taekwondo. Und da haben die Leute angefangen, immer kompliziertere Techniken einzubauen, einfach weil ein gewisser Show-Effekt da sein sollte. Und irgendwann hat sich's losgelöst, beziehungsweise man hat dann angefangen, Turnen, Breakdance, einfach mehr Akrobatik einzubauen. Und rausgekommen ist jetzt im Prinzip eine Mischung aus Kicks, Flips und Saltos. Und der Vorteil dabei, man ist weg vom sportlichen Bewerten hin zur Show und hat sich einem größeren Publikum geöffnet. Genau, also der Show steht da immer relativ stark im Vordergrund. Natürlich ist es auch nicht so, wie soll ich sagen, competitive. Also die Community ist relativ stark und man schaut eigentlich, dass man sich selbst weiterbringt von den Skills her, dass man den anderen von immer weiterhilft, dass man sich unterstützt im Prinzip und natürlich auch Shows macht, wie ja, heute bei der Budogala, genau, ja. 10. Budogala in Krems, wie seid ihr auf Krems aufmerksam geworden? Was ist eigentlich das United Austrian Trickers Team? Ihr seid wahrscheinlich eine Vereinigung junger Wilder, darf ich das so sagen? Stimmt in gewissem Sinne, ja. Also Tricker hat es in Österreich schon immer gegeben, nur halt über ganz Österreich verstreut in unterschiedlichen Touren und Kampfkunstvereinen. Und ich glaube, es war 2011 in Wien, wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir dann irgendwie den Schluss gefasst, hey Leute, wir müssen einfach uns zusammenschließen und der gemeinsamen Banner quasi reiten und so sind wir entstanden dann. International gibt es ja das Ganze schon mehr als 10 Jahre, gell? Gibt schon sehr lange, ja. Also wir Österreich, wir sind eine kleine, aber feine Community. In Deutschland und in Amerika ist es natürlich viel größer. Wir freuen uns, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, im Programm dabei zu sein und wünschen alles, alles Gute. Thomas Reichel. Uns freut es auch. Danke, dass wir hier sein dürfen.